Wunderschönen guten Morgen an Tag 30 unseres PCT-Abenteuers. Wie ihr seht, sind wir wieder auf dem Trail. Wir haben ein Wochenende in Whitewood verbracht, zusammen mit 10 anderen Hikern, also zu 12. Haben wir uns ein Haus gemietet, um mal wieder einen Schneesturm abzuwarten, der mal wieder an einem Ende uns heimgesucht hat. So konnten wir schön Ostern mit Hikern verbringen. Das war sehr schön. Und jetzt sind wir wieder froh, wieder auf dem Trail zu sein. Leider ist wirklich Schneesturm passiert und wir haben, ich glaube, es sind 1 Meter Neuschnee und durch den, wir sind jetzt hier am Trail, sind zum Parkplatz gefahren worden, zum letzten Parkplatz, bevor der Highway hier geschlossen ist, und von da aus ging der Trail dann weiter. Jetzt stopfen wir mit einer Truppe von 6 Leuten, stopfen wir jetzt gerade hier durch den Schnee. Die anderen 6 sind woanders hingebracht worden, 50 Meilen weiter nördlich zu einem Campingplatz, vermutet wird, dass da kein Schnee ist. Aber wir wissen es nicht genau, weil die Informationslage sich irgendwie dauernd ändert. Und die hatten keine Lust mehr auf Schnee. Deswegen sind die weiter vorne. Wir wollen aber so viel wie möglich laufen. Also beschlossen, von hier aus weiterzulaufen, also von Whitewood direkt weiterzulaufen. Wir kommen gleich an dem ersten Parkplatz, quasi in der Sperrung, wo der Highway gesperrt ist. Von da aus gibt es dann 3 Wege, 3 Alternativen, wie man weiterlaufen kann. Der offizielle Trail läuft dann weiter, geht über Mount Baden-Powell. Das werden wir nicht machen. Aber Gabriel und Sylvia, 2 Österreicher, die vor uns laufen. Da ist sie. Da. Auf Sabrina. Die werden vermutlich über den Berg gehen. Wir werden einen Umweg nehmen und wahrscheinlich auf dem gesperrten Highway weiterlaufen. Oder eine alternative Route nehmen, die aber unterhalb von Baden-Powell verläuft, und da kann es sein, dass Lawinen drüber gegangen sind. Dann haben wir auch keine Lust drauf, sondern bleiben wir lieber auf dem gesperrten Highway, der auch voller Schnee sein wird. Aber das ist dann die kürzeste, wenn auch anfangs unspektakulärste Route. Ohne richtiges, ohne Steigeisen und Eisachs kann man nicht über den Berg. Und dann versuchen wir es über die Highway, und da geht es dann auch durch Tunnel. Das heißt, wir gehen dann eher unter den Berg her. Das werdet ihr aber dann wahrscheinlich schon sehen. Ist auch genug gelabert. Ich laufe jetzt erstmal weiter. Und dann sehen wir uns später. Thank you.
So, kurz Update. Wir haben jetzt die ersten 5 Meilen gemacht heute. Wir haben schon 1 Uhr. Das heißt, der Schnee ist jetzt wieder nass. Wir haben gerade da hinten Gabriel und Silvia zurückgelassen, weil die morgen früh da oben auf Baden-Powell gehen wollen. Die haben das richtige Gier dafür und sind doch und die Erfahrung. Wir 4, also wir beide, Bottles und Smalltalk, haben uns entschieden, auf dem Highway zu laufen, weil der glücklicherweise geräumt ist. Irgendwo vor uns ist irgendwo die Räummaschine. Wir haben sie gerade noch gesehen. Wir hoffen, dass sie in die ganzen, ich glaube, 13 Meilen bis hinter Mount Williamson geräumt, dass wir schon fast trockenen Fußes bis dahin kommen werden. Die andere Route wäre da unten irgendwo und da tropft es gerade dicke Eiszapfen von den Bäumen. Und dann haben wir uns entschlossen, den leichteren Weg über den Highway zu nehmen, der noch gesperrt ist. Wir hoffen, hier auch ein bisschen mehr Aussicht zu haben, weil der ein bisschen höher ist als die andere. Die genau. Aber nicht so hoch wie der Berg. Wir können jetzt schon von hier aus, zeige ich euch gleich, schon in die Wüste gucken und dahin, wo kein Schnee mehr ist. So. So, bis später.
liegen in unserem Zeltchen. Es ist, ich glaube, 19:30. Ja, ich glaube. Wir haben heute 12 Meilen gemacht. Ungefähr. Wir wissen es nicht genau, weil wir ja unter Baden-Powell auf den Highway gewechselt sind. Genau. Wir sind dann den Highway lang gelaufen. Wir hatten anfangs noch recht Glück, weil so bis zur Hälfte des Anstiegs ein Räumfahrzeug vor uns war, das vor uns geräumt hat. Das haben wir dann so nach 4-5 Meilen haben wir das dann leider überholt. Genau, da waren wir schneller und dann wurde es sehr, sehr anstrengend. Dann haben wir noch 2-3 Meilen auf dem Schnee gemacht, bis wir oben am Scheitelpunkt waren des Highways. Und dann hatten wir eigentlich gehofft, dass wir noch ein bisschen weiterkommen bis zu einem Parkplatz. Wir hatten gehofft, dass auf der anderen Seite des Berges nicht so viel Schnee ist. Also wir sind da weiter runter und hatten eigentlich jede Kurve die Hoffnung, dass es besser wird. Genau, aus verschiedensten Gründen haben wir gesagt, die Sonne scheint auf der anderen Seite mehr, weil wir sind jetzt auf der Seite der Mojave-Wüste. Das heißt, eigentlich ist es hier wärmer. Aber nein, dann dachten wir, die Sonne scheint auf dieser Seite. Ist auch so, aber es reicht nicht aus, um den Schnee zu schmelzen. Dann dachten wir, vielleicht ist auf der anderen Seite auch ein Räumfahrzeug, das genauso weit hochgefahren ist. Aber auch das ist nicht der Fall. Dann hatten wir gehofft, weil wir jetzt hier schon wieder tiefer sind, dass es von der Höhe her weniger Schnee ist. Aber das ist leider auch nicht. Sondern leider hat das dazu geführt, dass der Berg, unter dem wir sind, sehr viele Lawinen hier über die Straße gespült. Also es sind sehr viele Lawinen abgegangen und wir mussten immer wieder über Schneeberge klettern und das ist eben nicht ganz ohne, weil die sich natürlich auch noch bewegen können, wenn man jetzt da drüber klettert. Deswegen muss man immer recht vorsichtig sein und aber trotzdem recht zügig drüber klettern. Und dann liegen wir hier mitten auf dem Highway. Der Genau, wir sind zu viert. Und haben unsere Zelte mitten auf dem Highway aufgestellt. Ja, weil hier, da wo wir jetzt gerade sind, so bestimmt 1,5 Meter Schnee sind. Also hier. Ja, ich glaube 1 Meter ungefähr. Man sieht ja die Dings noch. Nee, muss nicht, aber tut ja nichts zur Sache. Auf jeden Fall ist es sehr hoch Schnee und ihr fährt auch nichts und ihr kann nichts fahren. Also der Highway ist gesperrt. Und wenn, dann ist wenigstens geräumt. Also wir hoffen, dass wir morgen dann hier aus dem Schnee rauskommen. Was soll ich sonst noch sagen? Ich stehe morgen ganz früh auf. Ach ja, wir haben einen Wecker gestellt auf 4 Uhr, damit wir, wenn wir morgen früh wach werden und es irgendwie geschafft haben, schnell genug einzupacken, dass wir dann noch über den gefrorenen Schnee drüber laufen können. Das ist so der Plan. Ja, wir waren. Also auch wenn sich jetzt nicht viel anhört, aber wir waren echt gut heute. Ja. Das war. Ja, ja, ja. So. Wir können sehr mit uns zufrieden sein. So, und wir haben Silvia und Gabriel auch zurückgelassen, aber die werden uns wahrscheinlich dann spätestens übermorgen Mittag einholen. Weil die gehen über den Berg. Weil die über den Berg gehen. Und die werden nicht viel langsamer sein als wir. Und wir machen halt einen kleinen Umweg. Genau. Genau. Jetzt habe ich mir mal wieder ganz viel gequatscht. Aber wir wollen euch auch auf dem Laufenden halten. Dann wünschen wir euch jetzt eine gute Nacht. Und mal schauen, wer von euch mit uns morgen früh ganz früh aufsteht. Gute Nacht. Gute Nacht.